Folge 6. Work and Travel 2.0 im Gespräch mit Joachim von Löwen, vom Banker zum Abenteuer und zurück ins normale Leben. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo Joe, super. Ich begrüße dich hier bei Work and Travel 2.0. Schön, dass wir uns mal live hören. Ja, grüß dich mit. Ich habe dich ja kennengelernt über dein Buch, was ich gelesen habe. Das habe ich eigentlich meiner Frau geschenkt zum Geburtstag und habe es natürlich dann selbst gelesen. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du so? Wie bist du unterwegs? Ja, ich bin Joe von Löwen aus Köln. Bin viel mit dem Motorrad unterwegs, aber nicht nur. Hab zwei größere Motorradreisen gemacht. Einmal ein Jahr von Köln nach Kapstadt. Da gab es das Buch Atempause, was daraus entstanden ist. Und dann danach, etwa 2,5 Jahre später, war ich vom Reisevirus weiterhin infiziert und habe dann nochmal eine 2-jährige Weltreise gemacht. Ein Jahr von Köln bis nach Vietnam und im zweiten Jahr die Panamerikaner und dann zurück nach durch Westafrika. Da ist ein Buch entstanden, das heißt Weltreise. Ja, und das Buch, was du deiner Frau geschenkt hast, Mach dein Leben zum Abenteuer, da habe ich mal so zusammengestellt, was mich das Reisen so gelernt hat. Also, wie man sieht, ich bin Buchautor und arbeite aber nebenher auch noch bei einer Universität. Ich habe also den Wiedereinstieg nach den längeren Auszeiten erfolgreich geschafft. Und mein Motto ist aussteigen und erfolgreich wieder einsteigen. Ja. Du bist also hauptsächlich mit dem Motorrad unterwegs? Ja, also ich habe mit dem Motorrad jetzt schon etwa 90 Länder bereist. Insgesamt sind es 112 und 90 davon mit dem Motorrad. Vielleicht schaffe ich es ja alle nochmal, die 194 mit dem Motorrad. Erzähl noch ein bisschen was über dich. Hast du immer die gleiche Arbeitsstelle dann wieder nach so einem Jahr oder suchst du dir dann jeweils einen neuen Job? Wie machst du das? Das kommt drauf an, wie der Jurist so schön sagt. Bei meiner ersten Auszeit habe ich es so gemacht, dass ich mir eine Auszeit gegeben lassen habe von der Firma, die auch da Gott sei Dank mitgespielt hat. Und dann wusste ich nach einem Jahr genau, welchen Job ich wieder mache und wie viel Geld ich auch verdiene. Also es war alles sehr easy und einfach und sicher. Dann bei der zweiten Auszeit war ich nicht mehr bei Ford. Dann habe ich einfach sozusagen meinen Job so gekündigt und war komplett frei. Also die Fragestellung war dann auch eine andere. Ich hätte also theoretisch jederzeit sagen können, an diesem Ort der Erde gefällt es mir so gut, dass ich praktisch hier verweilen kann und entsprechend vielleicht meine Zelte hier aufstellen kann. Gibt es ja ab und zu mal so Anwandlungen, dass man sagt, okay, jetzt bleibe ich in Rio und mache den Hostel auf oder so. Ja, oder dass du irgendwie durch Zufall jemand kennenlernst. Ja, das ist auch so passiert. Ich habe tatsächlich eine peruanische Frau kennengelernt, aber konnte mich noch nicht entschließen, nach Lima überzusiedeln. Ja. Also wir leben aktuell weiterhin in Deutschland. Die habe ich während meiner Weltreise kennengelernt in Indien. Ja, und dann haben wir beschlossen, ab Mexico City zu zweit auf einem Motorrad zu fahren bis nach Rio, also 8 Monate zusammen auf einem Motorrad. Das hat so gut geklappt, dass wir dann danach beschlossen haben zu heiraten. Ja, war das nicht ziemlich eng dann auch mit dem Gepäck zu zweit auf einem Motorrad? Ja, das war super eng, also meine Frau, ich hatte gebeten, dass sie mir mal eine Packliste schickt, was sie alles so mitbringt. Und
da waren dann halt doch sehr viele Sachen drauf und dann musste ich die erstmal einstreichen. Das war dann so ein bisschen ein Schock für sie, dass sie sich doch sehr reduzieren musste. Ja, das glaube ich. Okay, und dann seid ihr also zu zweit weitergefahren. Ja, genau. Also am Anfang der Weltreise hatte ich einen Mitfahrer. Das ist dann nach einiger Zeit auseinandergegangen. Dann bin ich die Zeit alleine gereist, was auch okay war. Und dann kam irgendwann meine Frau als Sozia hinzu. Mhm. Aber der Mitfahrer hat ein eigenes Motorrad gehabt da. Ja, wir hatten beide das gleiche. Wir haben beide eine BMW 650 Dakar gehabt, um uns auch auszuhelfen bei Ersatzteilen, wenn man mal kaputt ist. Das ist vielleicht auch ein Ratschlag, wenn man zusammen reist, man sollte vielleicht das gleiche Motorrad haben, dann kann man sich mit Ersatzteilen gut aushelfen. Ja. Okay. Was gibt dir das? Was interessiert dich hauptsächlich, wenn du unterwegs bist? Das ist vielschichtig. Zum einen sind es natürlich die Menschen, weil man da immer wieder Dinge erfährt und erlebt, die man natürlich so in Deutschland und auch Europa nicht erlebt. Dann fasziniert mich natürlich auch die Landschaft. Es ist auch ein Gefühl der Freiheit, wenn man da so mit dem Motorrad, sag ich jetzt mal, durch Afrika fährt und man ist allein auf der Straße und neben einem weiden die Rinder. Das ist einfach ein ganz schönes, tolles Gefühl. So ein bisschen Easy Rider Feeling. Ja, und dann, was für mich auch immer sehr wichtig ist, die diversesten Essensspezialitäten der Länder auszuprobieren. Also ich schrecke davor nicht zurück. Schlange und Insekten sind auch schon in meinen Magen gewandert. Ja. Dann kommt natürlich auch noch eine wichtige Frage, die für manchen natürlich vielleicht überflüssig ist, aber warum bist du überhaupt auf Weltreisen unterwegs? Warum machst du das? Ja, weil es mir einfach Spaß macht. Ich freue mich jeden Tag wieder, aufs Motorrad zu steigen, weil mir das Motorradfahren zum einen Spaß macht, zum anderen halt immer wieder neue Menschen kennenlernen. Die Neugierde ist noch immer nach wie vor da, wie bei so einem kleinen Jungen, alle möglichen Dinge zu erforschen. Ja. Und da gibt es noch viel, sag ich mal, zu erleben und entdecken auf unserer Erde. Ja, das ist. Ich glaube, da reicht ein Leben gar nicht. Ja. Ja, vor allem, wenn man dann zwischendurch wieder Geld verdienen muss. Genau, das ist. Ich bin jetzt kein Millionärssohn, also ich muss halt schon auch immer gucken, wie ich dann, finanziell klarkomme. Bei der einen Reise habe ich einen Blog geschrieben, habe dafür Geld bekommen. Das ist natürlich, da hilft dann auch, entsprechend seine Reise zu finanzieren. Also ein Reiseblog dann, oder? Genau, ja. Einmal wöchentlich gab es ein Bild mit einem schönen Text dazu. Mhm. Zu unterschiedlichsten Themen. Ja, und da hast du dann für einen anderen Blog geschrieben, oder? Also nicht für deinen eigenen? Damals habe ich für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Ah. Ich habe deswegen gar keinen eigenen Blog aufgemacht. Ich glaube, das hätte auch der Stadtanzeiger nicht gewollt. Also ich habe dann alles für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Mhm. Ja, die Konstellation ist mir auch neu. Die meisten. Ja, das war damals noch möglich. Mittlerweile glaube ich, dass die Zeitung das tendenziell für einen No-Name wie mich nicht mehr machen würden. Wenn jetzt Dieter Bohlen heißt oder so, würden sie es vielleicht schon machen, aber die wollten halt einfach ihre Online-Seite noch mal ein bisschen pushen und ich hatte da auch eine ganz gute Leserschaft. Also von daher war das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung von Seiten des Redakteurs. Ja, ich meine, im Prinzip bist du ja inzwischen auch kein No-Name mehr und wenn du Leser bringst, dann ist das ja eigentlich die Hauptsache. Ja, also ich war da immer sehr gut bewertet und ich denke mal, dass das schon, die Rechnung ist auch für den Kölner Stadtanzeiger aufgegangen. Ja. Man muss halt mal, also jetzt vielleicht Tipp an die anderen, man muss halt einfach mal gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich denke gerade bei so Regionalzeitungen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Möglichkeiten hat, weil die sagen halt, es ist ja gut, wenn jetzt, sagen wir mal, einer aus dem
aus Karlsruhe fährt und dann halt entsprechend da Berichte schreibt. Dann ist halt dieser Lokalbezug auch da. Ja, klar. Was war dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast du den gelöst? Also emotional war das der, als ich einen Äthiopier angefahren habe, der auch sehr stark geblutet hat. Und ich wurde dann erstmal in Haft genommen. Ja, da wusste ich ja nicht so, wie es mit mir weiterging. Und ich wusste halt auch nicht, ob der vielleicht versterben würde, der Äthiopier. Dann habe ich Glück gehabt, dass mich ein Anwalt gegen Kaution aus dem Provinzgefängnis wieder freigekauft hat. Das war dann aber genau am grünen Donnerstagabend. Und dann musste ich bis Ostermontag, das ist kein Feiertag in Äthiopien, warten, um zu erfahren, dass der Verletzte, Gott sei Dank, nur verletzt war und nicht gestorben ist. Weil so diese Unsicherheit auch, überlebt er das. Ja. Und bist dann aber freigesprochen worden, nicht aufgehängt? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich konnte auch noch im Land bleiben. Also der Anwalt hat das sehr gut geregelt. Also man muss noch ein großes Kompliment machen. Der hat es wirklich super hinbekommen. Also da hat mir die deutsche Botschaft auch toll geholfen. Die hat mir halt die Adresse gegeben. Und ja, also hat zwar ein paar Euro gekostet, aber dadurch konnte ich halt unbeschwert das Land verlassen und alles wurde für mich geregelt. Ja. Prima. Gab es eigentlich ursprünglich mal was dich abgehalten hat, vor der ersten Reise den Schritt zu wagen? Ja, meine, ich würde mal sagen, meine Prägung, das ist ja vielleicht bei vielen Menschen der Fall, dass sie einen Wunsch haben und es dann doch nicht durchziehen wegen Elternhaus und Freundeskreis. Und das war bei meiner ersten Reise auch so, dass ich da doch starke Widerstände hatte. Ich würde sogar sagen, ich war selber gar nicht ganz hundertprozentig überzeugt, als ich loslegte. Und das hat sich aber dann während der Reise schnell eingestellt und ergeben. Und als ich merkte, wie toll das ist, war mir klar, dass es die richtige Entscheidung ist. Ja, mein Buch hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass dich dann jemand unterstützt hat aus der Familie, oder? Aus der Familie nicht, es waren zwei Freunde, es war Gott sei Dank so, dass ich doch zwei Freunde hatte, die das unterstützt haben. Heute würde ich sagen, such dir ein Supporter-Team, dann ist das, hast du den Rückhalt und das hilft dir dann bei solchen Situationen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, ob du jetzt eine Reise machst. Es geht auch darum, wenn du ein Sportereignis vorbereitest oder vielleicht auch aufs Examen, dass du halt einfach Supporter hast, die dich zu einer gewissen Leistung oder zu einem gewissen Ereignis bringen und unterstützen. Ja. Ja. Und natürlich auch, dass man sich einen Termin setzt. Das habe ich immer früher meinen Kunden gesagt, wenn die gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit zum Reisen, dann habe ich gesagt, ja, dann nimmst du deinen Terminkalender, streichst ein paar Wochen durch und schreibst drauf Reise. Dann genau, hast du die Zeit. Das ist auch so ein Thema. Also wenn mich Leute fragen, wichtigste ist erstmal einen Termin festlegen und der wird nur bei Tod oder schwerer Krankheit verschoben. Ja. Weil ich kenne genug Leute, die schon einen komplett umgebauten Land Rover haben mit allem Schnick und Schnack und der fährt immer noch nur in Europa rum, weil sie sich bis jetzt noch nicht geschafft haben, nach Afrika zu fahren. Ja. Ja, für manche Leute ist dann das Hemmnis doch größer, als sie es gedacht haben. Ja, also ich kann es ja nachvollziehen, weil ich unter den gleichen, sag ich mal, Rahmenbedingungen bei meiner ersten Reise gelitten habe. Ich glaube, die wollen das dann vielleicht auch sich selber nicht eingestehen und natürlich auch nicht gegenüber Dritten. Also, dass dann doch da eine gewisse Hemmschwelle ist. Ja. Aber das ist so ein bisschen, davon lebt ja auch so ein bisschen die Branche. Wie viele Leute fahren ein SUV, was noch nie irgendwie ein bisschen Schotter gesehen hat? Ja, das ist das Abenteuergefühl, denke ich. Und man kauft ein Auto oder ein Motorrad, was einem Abenteuer vermittelt, aber ja, möchte aber dann trotzdem nur Teerstraße fahren. Ja.
Wurdest du irgendwann mal reisemüde oder kennst du das gar nicht, das Gefühl? Oder hast du ein Rezept dagegen? Doch, das kenn ich schon. Ich denke mal, auf kurz oder lang erwischt es jeden, wenn er länger unterwegs ist. Es sei denn, er ist so aufgestellt, dass er sehr langsam reist und sehr lange auch an Orten verharrt, dann ist man sicherlich so ein bisschen dagegen gefeit, weil du natürlich dann auch mehr lebst mit den Menschen. Wenn du natürlich jetzt immer nur reist, jeden Tag woanders, dann bist du auch so ein bisschen ja gehetzt, in Anführungsstrichen, und dann bist du halt irgendwann mal dem Reisen satt. Also ich habe immer festgestellt, wenn ich dann zu viel, zu schnell gefahren bin, dann brauchte ich auch irgendwann mal wieder ein paar Tage, wo ich an einem Ort verharrt bin, um da einfach mal wieder so ein bisschen, ja, mich von der Reise zu entspannen. Ja. Ja, ist ein guter Tipp, dass man einfach ein bisschen langsamer macht. Ich denke, langsamer, das ist auch, und auch dann nach Möglichkeit mit Menschen in Kontakt kommt. Also ich hatte, ich sage jetzt mal, eine Zwangspause. Mir ist die Ladung auf dem Motorrad verbrannt am Krümmer. Und dann musste ich halt in Fairbanks Zwischenstopp machen und Pause. War dann im Endeffekt 10 Tage an dem Ort. Da ist eigentlich nicht viel los. Ich hatte jetzt aber Glück, dass ich da Bob kennengelernt habe. Und wir hatten halt sehr viel Spaß und Freude da. Und dadurch habe ich auch viele Menschen dort kennengelernt. Ich habe mitbekommen, wie die da so leben. Ja, das war eigentlich im Endeffekt ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Ja. Noch eine Frage. Fragen über Fragen. Was kostet das ungefähr, wenn du so mit dem Motorrad unterwegs bist im Monat? Für die Leute, die jetzt meinen, ja, ich habe jetzt ein Motorrad und will auch mal losfahren. Also ich bin mit 50 Euro am Tag sehr gut hingekommen. Da ist aber auch alles sozusagen einkalkuliert. Weiterlaufende Kosten in Deutschland, wobei ich die natürlich relativ gering gehalten habe. Dann hatte ich auch mehrere Transporte über Kontinente, Motorrad oder auch mich selber. Ja, ich habe nicht nur im Zelt geschlafen, sondern auch immer in günstigen Hotels. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin auch häufiger mal essen gegangen. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass die Restaurants dort nicht so teuer sind, im Regelfall wie bei uns. Also man kann da auch recht günstig essen gehen. Ja. Ja, je aber nachdem. Mit 50 Euro bist du eigentlich schon ganz gut dabei am Tag. Und was natürlich auch noch, sage ich jetzt mal, ein großer Kostenfaktor ist, ist natürlich das Motorrad an sich. Na gut, ein LKW-Fahrer wird darüber lachen, aber du hast natürlich Sprit und Ersatzteilverschleiß, Reifen und dergleichen, und das macht es natürlich auch nochmal teurer. Also ich sag mal, wenn du jetzt mit dem LKW fährst, und du wirst wahrscheinlich 50 Euro vielleicht nicht unbedingt hinkommen, weil du natürlich dreimal so viel Benzin verbrauchst. Ja klar, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Einzelne unterwegs ist. Ich meine, wenn du mit dem LKW fährst und fährst, sage ich mal, 1000 Kilometer in einem Vierteljahr, dann ist es auch ein Unterschied, als wenn du jetzt mit einem LKW 1000 Kilometer im Monat fährst. Also die Reisegeschwindigkeit, das macht ja alles was aus, das fließt ja alles dann mit rein. Genau, also wer langsam reist, reist billiger, um es mal so auszudrücken. Ich habe halt während meiner Weltreise 112.000 Kilometer gefahren, das ist schon recht viel in 25 Monaten. Ja, und wenn man das mal so hochrechnet, habe ich allein da so 5.000 bis 6.000 Euro an Benzinkosten gehabt. Ja. Das ist also mehr als 10% meines Reisebudgets gewesen. Mhm. Wenn dich jetzt einer fragen würde und sagen, ja, ich habe jetzt ein Motorrad und will jetzt so eine Reise machen, was für Tipps würdest du dem mit auf den Weg geben? Also erstmal, wenn das Motorrad gebraucht ist, sollte es natürlich vorher entsprechend gut saniert sein. Vielleicht auch die eine oder andere Reparatur schon mal tätigen, obwohl sie noch nicht so dringend notwendig ist. Wenn du zumindest in Regionen fährst, wo die Versorgung nicht so gut ist. Also ich sage jetzt mal Afrika. Wenn du nach Nordamerika fährst, brauchst du jetzt zum Beispiel die Kette vielleicht nicht unbedingt gleich wechseln, weil da wirst du auch in jeder Stadt einen Ersatzteil kriegen. Aber wenn du in Regionen fährst, wo halt die Infrastruktur schwach ist, dann würde ich halt
vieles einfach mal auf Verdacht austauschen. Zündkerzen neu, vielleicht eine neue Kette, Ölwechsel und so weiter. Also da sollte man praktisch, ich sage jetzt mal, eine Generalsanierung, Generalinspektion machen. Das muss eigentlich im Prinzip wie neu dastehen. Es sei denn, man hat Freude, jeden zweiten Tag auf der Reise zu reparieren. Dann braucht man das nicht machen. Aber ansonsten ist das sicherlich gut. Das nächste Thema ist ja, wenn du mit so einem halb kaputten Motorrad oder Auto losfährst und du fährst mit anderen Leuten zusammen, weiß nicht, wie happy die sind, wenn deins ständig liegen bleibt und die dadurch nicht weiterfahren können. Also es gibt ja dann auch gewisse Spannung. Dann als Motorradfahrer kann ich noch sagen, nimm nicht so viel mit, weil du hast immer die falschen Ersatzteile im Regelfall dabei. Es gibt natürlich so Klassiker, nimmt einfach einen Satz Züge nochmal mit, weil die reißen wahrscheinlich schon. Bremsbeläge brauchst du eigentlich auch immer noch als Ersatz, eine Ersatzkette, das hatte ich eigentlich immer dabei. Und die anderen Ersatzteile musst du dir dann notfalls schicken lassen. Ja, also ich meine so Verschleißteile wie Zündkerzen und so, das würde ich mitnehmen, aber mehr. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein Lager oder so mitnimmst, dann geht's andere Lager kaputt und dann kannst du dein Lager wieder mit heimschleppen. Genau, das habe ich ja bei meiner ersten großen Reise gemacht. Da liegen jetzt noch die Ersatzteile rum, im Wert von einigen 100 €, weil sie natürlich alle nicht benutzt worden sind. Also man nimmt immer, wie gesagt, dann tendenziell das Falsche mit. Ja. Weil man das auch nicht alles, man kann nicht alle Sachen voraussehen, man kann nicht alle Eventualitäten vorausplanen. Ich kann mich entsinnen, ich hatte ein Federbein und da ist so ein U-förmiges Metallteil gebrochen, ja. Das passiert halt nicht so wahnsinnig häufig, aber es ist halt bei mir nun mal passiert, ja. Aufgrund der starken Belastung. Das war in Lesotho passiert. Da gab es natürlich das Teil nicht und es hätte ewig gedauert. Was haben wir gemacht? Wir sind in eine Garage gegangen und es wurde per Hand nachgebaut. Ja. Arbeitszeit ist da unten nicht so teuer. Da kann man auch mal jemanden 3-4 Stunden dran setzen, der dann mit einer Feile das nachbaut. Ja. Ja, die Leute, die sind ja da auch ein bisschen kreativer als unsere Werkstätten. Bei uns heißt es ja, das muss getauscht werden und bei denen, da wird einfach ein neues Teil gebaut. Genau, also reparieren ist da eher mehr angesagt. Da wird halt geguckt, wie man das Ding repariert gekriegt. Bei uns wird immer relativ schnell gesagt, ausbauen, neu. Ja. Okay. Nochmal zu den Finanzen. Du finanzierst das Ganze dann im Prinzip vorher. Das heißt, du arbeitest in deinem normalen Job eine gewisse Zeit und sagst, okay, jetzt reicht das Geld für die nächste Reise. Und unterwegs verdienst du dann eigentlich nichts. Also außer jetzt bei dem einen Blog, der, was du erzählt hast von der Zeitung, vom Kölner Stadtanzeiger. Nein, also ich arbeite vorweg, lege mir ein gutes Polster an. Das reicht aber im Regelfall meistens nicht aus, um die Reise komplett zu bezahlen. Dann habe ich jetzt bei der letzten Reise, wie gesagt, für den Kölner Stadtanzeiger und noch andere Zeitungen geschrieben. Dadurch kam Geld rein. Und dann die dritte Komponente, die ich aber nicht unbedingt empfehlen würde, ist, dass ich meine Kreditkarte am Ende der Reise überziehe. Also ich reise im Prinzip auf Kredit. Ja. Ja. Da sage ich mir, ich hole das Geld halt irgendwann wieder rein, weil ich ja Bücher über meine Reisen schreibe und die verkaufe ich ja dann auch und halt auch Vorträge und dadurch refinanziere ich dann sozusagen den Kredit. Mhm. Und die Bücher, die laufen dann über den Verlag oder verlegst du die selbst oder wie machst du das mit den Büchern? Teils. Also ich habe auch mit einigen Verlagen schon zusammengearbeitet, habe aber auch Sachen teilweise selber gemacht. Also es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, hat ein Verlag Interesse, dann gerne beim Verlag. Und wenn ich mal ein Produkt ausprobieren möchte, ich habe jetzt so ein Büchlein rausgebracht, das heißt eine Frage pro Tag. Das ist wie so ein Reisetagebuch, kann man das verwenden. Jeden Tag stellst du dir selber eine Frage und sollst die auch selber beantworten. Das habe ich halt dann selber einfach mal herausgebracht und vertreibe es auch selber, auch übers Internet. Ja. Und das hast du dann über einen Verlag, also über so einen
Nee, Verlag, wo man quasi die Auflage vorher bezahlt oder über Book on Demand? Oder das habe ich noch, wie man so schön sagt, oldschool gemacht. Das habe ich halt sozusagen selber konzipiert und dann auch durch einen Grafikdesigner setzen lassen, also die Druckvorbereitung machen lassen. Und die Daten wurden dann der Druckerei übermittelt und jetzt habe ich 1500 Bücher bei mir im Schlafzimmer liegen. Beziehungsweise jetzt habe ich nur noch 1000 liegen, aber ich hatte am Anfang 1500, muss jetzt brav immer weiter abverkaufen. Aber das ist jetzt auch ein Buch, was zeitlos ist, das ist auch in 5 oder 10 Jahren noch aktuell. Ja, das ist natürlich immer gut. Das Problem ist natürlich, da musst du erstmal, was weiß ich, mindestens die Hälfte verkaufen, dass du wieder mit den Kosten drin bist, oder? Richtig, also deswegen, mittlerweile würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also wenn jetzt jemand mich fragt, was mich jetzt in den letzten Tagen mehrfach Leute gefragt haben, würde ich halt empfehlen, schreib ein E-Book und zusätzlich kannst du ja noch Books on Demand machen, wenn es dann jemand noch in Druckform haben will. Und dann ist dein Kosteneinsatz relativ gering. Ja, und dann kommst du auch relativ schnell wieder auf deine Unkosten, hast dann wieder eingespielt entsprechend. Ja. Ja, ich denke, gerade wenn ein Projekt nicht so sicher ist, dass es auch verkauft wird, dann ist natürlich Book on Demand optimal, weil da zahlst du 20 Euro, dann wird dein Buch fertiggestellt und dann kannst du es verkaufen und es wird dann eben nach Verkauf gedruckt. Genau, deswegen, das kann ich eigentlich, ich sage jetzt mal jemand, der noch nicht so erfahren am Markt ist, nur so empfehlen, das so zu machen. Ich weiß aber ja aufgrund meiner Vorträge, dass ich meine Bücher auch verkauft kriege. Deswegen kann ich das natürlich auch entsprechend machen. Die Marge ist natürlich für mich dann auch tendenziell besser, wenn ich es selber mache, weil ich ja nur die Druckkosten habe. Aber es dauert natürlich auch länger, bis du es wieder eingespielt hast. Na, ist klar. Ich meine, wenn du natürlich auf Vortragsreise gehst und du weißt, was weiß ich, ich verkaufe an jedem Vortrag 10, 20 Stück, dann kannst du kalkulieren, dann läuft es natürlich auch besser. Genau, ja. Ja. Okay. Hast du noch ein Projekt auf deinen Reisen außer Büchern und willst du es hier vorstellen oder möchtest du noch ein bisschen über deine Bücher sprechen? Kann beides gerne. Also eine Sache, vielleicht, die ich gerne mal vorstellen möchte, ist die Stiftung für Helfer. Das ist praktisch bei meiner Weltreise entstanden. Ich bin also auf die Weltreise gegangen und habe mir vorher einen Beamer besorgt, einen Laptop. Ich habe während meiner Reise insgesamt 30 Vorträge gehalten. Ich habe das fahrende Kino genannt, habe also bei deutschen Botschaften in Doha, in Delhi Vorträge gehalten, beim Goethe-Institut, bei diversen Motorradhändlern und auch bei anderen Clubs und habe so immer um Spenden gebeten. Und diese Spenden habe ich dann genommen, um soziale Projekte zu verwirklichen. Also es waren insgesamt 17.000 Euro, die da zusammengekommen sind. Und das habe ich dann auf 15 unterschiedliche Projekte weltweit verteilt. Und dann kam mir der Gedanke, die Idee soll weiterleben. Und ich habe dann die Stiftung für Helfer gegründet. Und da geht es darum, dass sich Menschen bei uns bewerben können, wenn sie selber auf Reisen gehen und soziales Engagement tätigen möchten. Das heißt also, du zum Beispiel gehst dann nach Indien, möchtest ein Waisenhaus besuchen und möchtest dort zum Beispiel neue Schulranzen spenden, dann würdest du von uns dafür einen Projektkostenzuschuss geben, bekommen. Mhm. Ja. Und der zweite Sache, die Stiftung macht, ist, wir betreiben eine Datenbank, da kann also jeder seine Projekte eintragen, unabhängig also der Trägerschaft, es muss nur halt im Ausland sein. Dann können die Leute halt in der Datenbank gucken, welche Projekte sie gerne mal irgendwo weltweit ausführen möchten. Ja, das hört sich interessant an. Vor allem das mit den Vorträgen unterwegs. Dann sprichst du quasi über deine Reise mit den Leuten vor Ort. Genau. Also und zeigst Bilder und so. Der Vortrag wird dann immer größer, je länger die Reise ist. Und dann wahrscheinlich auch interessanter, weil er halt länger und vielfältiger wird. Und es gibt
viele Leute sind froh, wenn sie jetzt zum Beispiel in Luanda sitzen, da gibt es halt dann sonst nicht so viele Leute, die dann solche Vorträge halten. Da gibt es halt auch nicht so eine Vortragsszene und dann ist man dann da gern gesehener Gast. Also in Luanda hatte ich mal 120 Zuhörer und natürlich dementsprechend viele Spendeneinnahmen. Ja. Ja, dann erzählst du auch, wie es in Deutschland so ist, oder das erzählst du mal über deine Reise? Das ist ja gemischtes Publikum, viele Expats aus England oder Frankreich oder so. Das interessiert die eigentlich meistens weniger. Die interessiert schon eher, was auf der Reise so passiert ist. Ja, Ja klar, ich meine, das kommt natürlich aufs Publikum an. Wenn das jetzt in Afrika dann Afrikaner wären, könnte ich mir vorstellen, dass die das dann schon interessiert, wie es Leben so in Deutschland ist. Ja, waren auch mal Fragen, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also die haben sich trotzdem tendenziell mehr so für die Reise interessiert. Ja, super. Okay, und was möchtest du noch über deine Bücher sagen? Wie viele Bücher hast du jetzt eigentlich schon geschrieben? Ja, mittlerweile 7, also eine Frage pro Tag. Das war so ein Eigenprojekt, das gibt es auf Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist, wie gesagt, ein sehr schönes Buch zum selber reflektieren. Dann habe ich einen kleinen Ratgeber rausgebackt, der heißt Sabbatical, also Auszeit. Das richtet sich eigentlich an die Leute, die selber mal auf Auszeit gehen wollen. Also ich sage jetzt mal länger als 1-2 Monate. Dann kann man da nachlesen, wie man es macht und wie auch so ein bisschen meine Erfahrungen sind. Und ich habe immer so ein paar kleine Anekdoten mit eingeflochten. Das ist halt so ein, ich sage jetzt mal ein Erstlingswerk, wenn man so eine längere Auszeit macht. Und die anderen Bücher, also Atempause, Weltreise und Mach dein Leben zum Abenteuer, sind Reiseberichte, wobei das letzte auch noch den Aspekt mit einfließen lässt, was ich sozusagen gelernt habe. Also zum Beispiel das Thema Mut, da habe ich dann halt eine Reiseerlebnis aufgeschrieben und warum mich das mutiger gemacht hat oder das Thema Ziele erreichen. Also so klassische Alltagsimpulse, die man sich wünscht, und dann auch hier umsetzen kann. Man muss dafür auch nicht unbedingt gleich auf Weltreise gehen, um das auch entsprechend umzusetzen. Ja. Ja, das fand ich auch ziemlich interessant an dem Buch. Also zum einen natürlich, wie du losgefahren bist, ziemlich freischnauze, sage ich jetzt mal, unbedarft, da ins kalte Wasser gesprungen bist und dann eben, was du an Learnings da in das Buch einfließen lassen hast. Weil es ist ja nicht so ein normales Reisebuch. So, heute war ich hier und morgen fahre ich dahin und übermorgen geht es dann nach da und so. Sondern man kann ja auch ja, für das allgemeine Leben einiges lernen aus dem Buch. Genau, also Reisen ist ein guter Ratgeber. Ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe es jetzt halt gemerkt durch meine Reisen, dass man wahnsinnig viel lernen kann. Das liegt aber auch daran, dass man auf Reisen viel häufiger an Situationen gebracht wird, die man so im normalen deutschen Leben so nicht hat. Und dadurch kann man auch seine eigene Persönlichkeit viel besser testen. Man muss deswegen nicht unbedingt nach Afrika fahren. Das kann man sicherlich auch vielleicht in Frankreich oder Portugal erleben. Aber es geht darum, einfach mal aus dem gewohnten Umfeld raus, um sich in neuen Situationen zu stellen. Ja, und auch, ich denke, andere Kulturen kennenzulernen, dass andere Leute auch ganz anders leben und dass es auch funktioniert, ist für viele wahrscheinlich auch interessant. Ja, also die ganzen unterschiedlichen Lebensmodelle, die es da so auf der Erde gibt und auf der Welt, das ist schon super spannend. Was auch sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, das zieht sich so ein bisschen durch meine Bücher durch, fahr einfach los und mach es. Also ich bin bei meiner Afrika-Reise, meiner ersten großen Reise losgefahren und konnte nicht richtig Motorrad fahren. Meine längste Motorradtour war von Köln nach Renesse. Das sind etwa 250 Kilometer. Das ist lächerlich. Das fahre ich, wenn ich jetzt losfahre, manchmal am Stück. Damals war ich da total durchgeschwitzt, als ich am Zielort ankam. Und ich habe sozusagen während meiner Reise gelernt. Ich konnte zum Beispiel auch keinen Platten flicken. Dann habe ich halt in Libyen meinen ersten Platten gehabt. Das hat 3 Stunden gedauert, bis der
wieder ans Laufen ging, das Motorrad. Am Ende meiner Reise, nach den 13. Platten, hat es eine halbe Stunde gedauert. Also du lernst und zusätzlich steigerst natürlich auch dein Selbstbewusstsein, weil du dann auch solche schwierigen Situationen meisterst. Und das nimmst du auch mit nach Hause. Also das, wenn du es einmal so gelernt hast, verlässt dich das auch nicht. Ja. Na ja, klar, das ist, also ich habe auch früher, ich habe ja den Reiseausrüstungsladen gehabt und ich fand es immer so genial, wenn junge Leute nach dem Abi oder direkt nach dem Studium, aber die meisten eher so nach dem Abi, wenn die gesagt haben, ja, wir gehen jetzt mal ein Jahr lang um die Welt oder so, und das fand ich immer so genial, weil nur durch Reisen, also kannst du so viel lernen, also das kannst du in keiner Schule lernen, was du auf Reisen lernst. Genau, das ist ja auch mein Credo, und das habe ich einfach sozusagen mal meine Weisheiten habe ich einfach da niedergeschrieben und hoffe, dass das dann viele Menschen auch inspiriert, auf Reisen zu gehen oder einfach mal was anderes zu tun. Ja. Okay, dann kommen wir mal zur Blitzlicht-Flashlight-Runde. Welchen Tipp hast du noch für meine Hörer, die auf Reisen gehen wollen oder Motorradfahrer sind oder beides? Weniger ist mehr. Also gerade bei Motorradfahrern, am Anfang nimmt man viel zu viel mit und verschenkt dann die Sachen, weil man merkt, man hat gar keine Lust, so viel Zeugs mit zu transportieren. Ja. Welches Buch oder Info würdest du anderen empfehlen für die Vorbereitung? Also Info, Website oder irgendwas? Also meine Bücher kann ich natürlich auch empfehlen, insbesondere das kleine Buch Sabbatical. Ich habe mich mit dem Forum Horizons Unlimited vorbereitet. Das ist ein großes Motorradfahrerforum, ich glaube sogar das größte mittlerweile weltweit. Und da kann man auch entsprechende Fragen stellen und sehr viel nachlesen. Da kann man übrigens auch, wenn man will, einen Reisepartner finden. Ja. Was ist dein nächstes Reiseziel? Es geht nach Weihnachten nach Israel und ja, wir feiern dann in Bethlehem sozusagen das Weihnachtsfest am Originalschauplatz. Ja, interessant. Fällt dir gerade jemand ein, den du gerne hier bei workandtravel20.de im Interview hören möchtest? Ja, also ich würde gerne den Rüdiger Nehberg hören. Den kenne ich auch ein bisschen persönlich und das wäre sicherlich ein sehr spannender Interviewpartner. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, deswegen, da bin ich dran. Ich habe schon versucht, eine Absage schon kassiert, aber ich werde weitermachen. Also du weißt doch auch als Reisender, man muss hartnäckig bleiben. Ja, ja, wie heißt so schön im Verkauf? Hahaha, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Genau. Ja. Welchen letzten Tipp kannst du uns mit auf den Weg geben? Mach dein Leben zum Abenteuer und lebe deine Träume. Ja. Ja, ich habe heute Morgen auch einen Podcast gehört. Der Sprecher hat auch gesagt, er möchte, wenn er mal irgendwann stirbt, nicht ganz viele Träume mit ins Grab nehmen, sondern ganz viele Erinnerungen an viele Erlebnisse. Genau. Das finde ich auch einen sehr guten Spruch. So, wenn wir was von dir sehen möchten, wo finden wir dich? Du hast ja bestimmt eine Website oder so. Genau, www.joachim-von-löwen in einem Wort.de und auf YouTube gibt es auch unter meinem Namen diverseste kleine Filmchen, unter anderem auch 111 Länder. Das ist meine neueste Multivision-Show und da gibt es einen kleinen Trailer, der ist ganz nett anzuschauen. Ja, und ansonsten bin ich auch gerne bereit, Fragen von Personen zu beantworten. Können mir einfach auf info@joachim-von-löwen.de gerne eine E-Mail schreiben und dann schreibe ich so schnell wie möglich zurück. Mhm, prima, super. Vielen Dank. Das schreibe ich alles in die Shownotes auf workandtravel20.de. Super. Damit würde ich auch finden können. Okay, super. Dann vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir und allen Hörern noch einen schönen Sonntag.
Das wünsche ich dir auch. Dank dir. Tschüss. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com/workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.